Ja, willkommen zurück aus dem heimischen Wohnzimmer. Und heute kommt der dritte Schulfüller. Wer die letzten zwei Videos gesehen hat, der weiß, ich habe ja für meinen Sohn einen neuen Schulfüller gesucht. Wir haben drei Stück gekauft. Er hat jeden eine Woche lang getestet. Und die anderen beiden, der Faber-Castell, das war der Faber, welcher war denn das? Faber-Castell. Lass mich kurz überlegen. Grip war das in Mint. Der Lamy Safari in Oliv. Und dieser hier, das ist ein Online Vision heißt der. Bevor ich es vergesse, schreibe ich das gleich mal auf. Heute ist der Autofokus mal wieder. In Schwarz. Und wie man vielleicht sieht, ist dieser Füller, das ist auch der Hauptgrund, wieso mein Sohn ihn gerne haben wollte. Er ist nicht so nass und schreibt nicht, bringt nicht so viel Tinte aus Papier wie die anderen beiden. Mein Sohn ist ja Linkshänder und hält den Füller. So und schreibt dann so und fährt dann ab und zu auch mit dem Handrücken über seine Schrift. Und das war der Füller, wo er gesagt hat, der hat gar nicht oder nur sehr, sehr selten verschmiert. Also da musste er sich schon, ich sag mal, schlecht anstellen, damit er den zum Verschmieren bringt. Der ist also. Ja, der beste für ihn gewesen vom Schreibgefühl her. Die Feder ist wie bei allen anderen Füllern auch. Eine Stahlfeder in M. Und die Tinte, und da haben wir. Moment, ich muss den kurz hinter der Kamera aufmachen. Entschuldigung, Aufbau wackelt. Da haben wir sowohl normale Patronen als auch diese Kombipatronen, von denen ich letztes Mal gesprochen habe, für den Lamy Safari. Da ist diese Seite für Lamy Füller gemacht und die obere Seite ist für normale. Aber auch die stinknormalen kleinen Patronen passen hier gut rein. Und da haben wir ein Glas gekauft mit, ich glaube, da sind 100 Patronen drin für 4,99. Also er ist, was Patronen angeht, gut versorgt. Das Gewinde ist anders als bei den anderen qualitativ recht hochwertig. Es ist ein Metallschraubgewinde, ist also nicht aus Kunststoff gemacht. Auch dieser Teil hier ist aus Metall. Und ja, der ist, wenn man ihn anfasst, wenn man ihn in der Hand hält, der schwerste der drei, stört mein Sohn aber überhaupt nicht. Und er fühlt sich auch am wertigsten an, muss ich sagen. Sowohl was den Clip angeht, der Clip ist hier oben, ich schätze, da ist eine Feder drin, er gibt also nach. Macht ihn sehr alltagstauglich, kann man in die Hose stecken, kann man ins Hemd stecken. Das ist trotzdem ein relativ fester Clip, aber nicht so fest wie bei anderen. Und wie gesagt, er gibt doch sehr viel Platz frei für dicken Stoff, sodass man ihn gut verstauen kann. Ist also eine relativ gute Erfindung. Mit dieser Feder. Wie haltbar das Ganze ist, werden wir dann sehen in einem Jahr oder zwei, ob die Feder das durchhält. Die Tinte ist also eine ganz normale Königsblau.
Patrone. Und der Preis, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe die schon mal im Angebot gesehen für 10. Na, was stellst du denn hier scharf? Ich habe sie allerdings auch schon für 30 Euro gesehen im berühmten großen Kaufhaus. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wann man zuschlägt und wo man zuschlägt, weil der Preis doch sehr stark variiert. Ja, 10 Euro ist ein sehr guter Preis, 30 Euro ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Also 20 wäre akzeptabel, maximal für mich zumindest. Stahlfeder, wie immer, Strichstärke sowohl horizontal als auch vertikal gleichbleibend. Manche fragen ja immer, kann man auch andersrum schreiben? Ja, kann man. Die Feder an sich, wenn man es hören kann vielleicht. Gibt Feedback, kratzt aber nicht. Also ich muss sagen, bis jetzt hatten wir ja wirklich mit allen Federn sehr viel Glück. Da war keine dabei, die versagt hat bei den Schulfüllern. Die sind also alle durchweg gut gewesen. Sie haben alle drei ihr, ja, kratziges Geräusch kann man nicht sagen. Es kratzt wirklich nicht. Es gibt halt ein gewisses Geräusch und es macht auch so ein bisschen Feedback. Das ist bei den großen Jinhao-Federn, die ja, ich glaube, die haben eine 6er Größe. Da ist es nicht ganz so laut. Die gleiten eher sanft übers Papier und geben aber auch um einiges mehr Tinte ab. Aber bei diesen Schulfüllern, da spürt man doch so ein gewisses Feedback und hört sie auch, aber nie unangenehm oder weil sie einfach nicht gut geschliffen sind, sondern einfach, ja, weil sie sind, wie sie sind, Stahl und mittlere Feder. Und ja, die geben halt so ein gewisses, die haben so ein gewisses Schreibgefühl. Ich glaube, jeder, der mit so einem Schulfüller schreibt, der weiß, was ich meine. Der Tintenfluss. War wie gesagt trocken, sieht man auch. Also von allen Füllern, die wir hatten, war das hier wirklich der trockenste. Und ich muss sagen, für alle Linkshänder da draußen sei der hier wirklich ans Herz gelegt und empfohlen. Das ist ein absolut genialer kleiner Füller. Der hat ein neutrales Griffstück vorne, das ist komplett rund. Der Körper selber ist aus Aluminium. Und wie gesagt, die Verstaubung ist aus Stahl. Und es ist ein bis jetzt, sage ich mal, wertiger Füller. Steckverschluss nicht verstaubt, also kein Staubverschluss. Aber was den Tintenfluss angeht, er hat keine Unterbrechungen in der Schrift, ja. Also der Fluss ist konstant, aber konstant gering und die Tinte trocknet sehr schnell. Das ist so der größte Vorteil und deswegen hat mein Sohn ihn auch wenn der Lamy Safari ihm besser gefallen hat, von der Farbe her, hat er den hier behalten, weil er gesagt hat, mit dem hier ist er am besten zurechtgekommen, der hat am besten in der Hand gelegen, da hat die Schrift überhaupt nicht verschmiert. Und ja, wir sind quasi bei diesem Füller hängen geblieben. Die anderen beiden, die wandern zurück in meine jetzt schon relativ angenehme Sammlung, sage ich mal. Ich habe jetzt schon ein paar Füller. Und wenn meine Tochter soweit ist, die benutzen zurzeit noch keine, die ist in der ersten Klasse, die benutzen zurzeit noch keine Füller. Aber sobald sie in die zweite kommt und es losgeht mit Schönstift und Füller, werde ich dasselbe Spielchen auch bei ihr machen. Dann bekommt sie auch drei verschiedene Füller und darf die jeweils eine Woche testen und sich dann für den entscheiden, der ihr am besten gefällt. Natürlich in Mädchenfarben, hat sie schon angekündigt. Ja, sie will keine Jungsfarben, sie will Mädchenfarben. Ist völlig
völlig okay für mich. Wir werden ja in Lami Safari in Pink suchen oder in der sonstigen Mädchenfarbe. Die gibt es ja zum Glück in zig verschiedenen Varianten. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwas vergessen habe. Es könnte sein, dass mir im Nachhinein noch tausend Sachen einfallen, die ich vielleicht hätte sagen können. Alles in allem kannte ich diesen Füller noch überhaupt nicht. Ja, aus meiner Schulzeit sowieso nicht. Online hat mir absolut nichts gesagt. Ich dachte zuerst, das ist ein chinesischer Hersteller, aber ich glaube, der wird in Deutschland gemacht. Bin mir nicht zu 100%ig sicher. Zu 100% sicher. Da könnt ihr mich eines Besseren belehren. Ich werde es wahrscheinlich gleich nachschlagen. Aber auf jeden Fall ist der qualitativ sehr gut gemacht. Gerade diese Aluminiumhülle und dieser schöne Stahlclip. Und die Stahlverschraubung sind alle wertig, fühlen sich gut an. Das Schriftgefühl ist auch wirklich hervorragend. Also sowohl mein Sohn als auch ich sind sowohl überrascht als auch sehr zufrieden damit. Und wie gesagt, Linkshänder, die ein Problem haben mit verschmierter Tinte, denn sei dieser Füller doch sehr ans Herz gelegt. Der schreibt wirklich trocken. Der trockenste Füller, den wir bis jetzt hatten, aber nicht in einem negativen oder in einer unangenehmen Art und Weise, sondern positiv, trocken. Ja, das war die kurze Zusammenfassung des mittlerweile doch sehr langen Videos. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und bleibt gesund und macht's gut.